Servus liebe World of Warcraft Freunde und willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Zweiter Boss in Schloss Natria und wir haben hier den Jäger Altimor für euch. Der ist nicht alleine und hat nämlich ein paar Doggos im Gepäck und die gilt es gemeinsam zu besiegen. Insgesamt ein Fight, den man quasi in vier Phasen einteilen kann. Den Boss mit je drei verschiedenen Ads und den Boss nochmal alleine. Der erste Hund, der aktiv ist, ist Magore oder Magor und der macht einmal diesen blutigen Sprung. Ihr kriegt einen Kreis um euch rum, wenn das der Fall ist. Stellen Sie ein paar Spieler mit hinein, um den Damage gemeinsam abzufangen. Dann habt ihr eben gesehen, diese roten Pfeile. Da werden immer Spieler markiert, die dann ja beschossen werden. Sündensucher nennt sich die Fähigkeit. Und von dort aus schießt der Boss auf den Spieler. Der Fall geht einmal glatt durch. Dort ist es am einfachsten. Derjenige, der den Debuff hat, bleibt einfach stehen und alle Spieler um ihn herum entfernen sich, damit sie nicht auch davon getroffen werden. Ansonsten macht es nämlich böse, böse Aua. Die Hunde geben den Schaden, den sie bekommen, an den Boss weiter. Das heißt, wenn ihr auf den Hund raufballert, kriegt auch der Boss Schaden. Deswegen lohnt es sich, die Hunde zu fokussen und gleichzeitig den Boss ein bisschen zu cleaven. Denn ein neuer Hund kommt immer, wenn der alte tot ist. Alles in allem habt ihr mit Magore, Magor, wie auch immer, wenig Probleme. Die Abilities sind ziemlich basic, also nichts groß, was euch Schwierigkeiten bereiten würde. Ab und zu müssen sich die beiden Tanks, den Boss und die Ads hin und her spotten. Das liegt an dem Debuff, den sie bekommen, gezackte Klauen. Und sobald Hund Nummer 1 down ist, kommt Hund Nummer 2 und das ist Bargast. Da ist es einmal wichtig, dass der Second Tank den vom Boss wegzieht. Denn ihr seht dieses Seele ausreißen, das macht einmal richtig, richtig Damage. Da müssen auch die Heiler aufpassen. Und dann läuft vom Tank eine Seele zum Boss. Diese Seele muss von den Heilern voll geheilt werden. Ja, denn wenn sie das nicht tut, erreicht sie den Boss und er macht 200% mehr Schaden. Und das wollen wir in jedem Fall vermeiden. Wichtig noch für diesen Fall, Bargast lässt zwei Ads erscheinen in dem Fall. Das sind Schemen von Bargast. Die wollt ihr CC'en, so lang wie möglich. Das hat den Hintergrund, dass diese Ads, je länger sie im CC sind, desto mehr Schaden kriegen sie. Und das ist insofern wichtig, wenn sie draußen sind, machen sie dieses tödliche Brüllen und auf 30 Spieler, das hat richtig krass skaliert und zerklöppelt euch mal schnell den ganzen Raid. Und natürlich haben diese Ads unheimlich viel Life und ihr seid darauf angewiesen, diesen Buff hochzustecken, um sie töten zu können, bevor die nächsten Ads kommen. Das heißt, die Tanks haben hier ein bisschen was zu tun und die DDs halten die Ads im CC, schieben, stun, whatever, es geht eigentlich fast alles damit. Und erst kurz bevor die neuen Ads spawnen, es sind glaube ich immer so um die Minute, bis neue Ads kommen, so 20, 30 Sekunden vorher kloppt ihr die alten Ads um, das sollte reichen. Und währenddessen kloppt ihr euren Schaden auf Bargast und natürlich gleichzeitig auf den Boss. Das Ganze ist ein bisschen tricky, passt auf mit AE-Damage, zieht vielleicht Bargast vorher raus, lasst ihn dort seine Ads spawnen, zieht ihn dann wieder zum Boss, damit ihr nicht aus Versehen die Ads immer wieder aus dem CC kloppt, was uns sehr, sehr oft passiert ist. Und das kann echt Probleme bereiten. Denn wenn beide raus sind und mal ein tödliches Brüllen durchkommt, das lässt vielleicht noch gegenheilen, aber zwei oder mehr sind halt brutal und sorgen eigentlich für einen Wipe. Als letztes kommt Hekutis. Und auch der hat eine interessante Fähigkeit im Gepäck. Wie immer gilt, ihr fokusst den Hund und cleaved den Boss nebenbei mit runter. Hekutis ist so, der Tank, der ihn hält, beziehungsweise wenn er den Tank hittet, bekommt er einen Buff. Das heißt zerschmetternder Stein. Ja? Je mehr das hochsteckt, desto mehr Schaden macht er letzten Endes. Ihr könnt das Ganze umgehen, indem der Tank sich mit diesem Hund bewegt. Das steckt den Buff wieder runter. Gleichzeitig aber, wenn der Hund sich bewegt, bekommt der ganze Raid Schaden. Also müsst ihr hier einen guten Mix finden aus stehen bleiben, hochheilen und den Boss bewegen oder den Mob. Das versteinerte Heulen wird ab und zu auf einen Spieler gewirkt. Der läuft dann am besten an den Rand der Arena, um dort seine Fläche abzulegen. Nicht unbedingt mittendrin. Das macht es euch nur unnötig schwer. Und ansonsten ist es hier wirklich
Ja, ein Race. Ihr seid länger im Fight drin. Die Heiler haben vielleicht nicht mehr ganz so viel Mana und müssen jetzt den Tank am Leben halten und danach die Gruppe immer wieder hochziehen und pushen, damit niemand drauf geht. Gleichzeitig die Ability mit den Sündensucher, den Pfeilen, die bleiben den kompletten Bossfight über erhalten. Passt da also auch weiterhin drauf auf, denn das kann auch ein bisschen eng werden, je nachdem, wie ihr euch den Platz zubaut mit diesem versteinerten Heulen hier. Guckt, dass ihr die Pfeile nicht mitten durch den Raid schießt. Denn die Heiler sind euch sehr dankbar, wenn ihr in dieser Phase oder in diesem Abschnitt des Fights so wenig Damage wie möglich bekommt. Das Ganze geht dann so weit, bis ihr den letzten Hund down gekriegt habt. Dann passiert eigentlich nicht mehr so viel in der Theorie. Der Boss kriegt dann einen Buff, da alle seine Hundis tot sind und macht mehr Schaden, wenn ich mich recht entsinne. Und das äußert sich natürlich auch bei so Fähigkeiten wie hier dem Sündensucher. Ja, die machen dann schon etwas mehr Damage. Der Streuschuss, dem könnt ihr nicht entgehen, der wird auch regelmäßig in die Gruppe gewirkt, macht ganz ordentlichen Damage. Und so ist es jetzt eigentlich nur noch ein Race, ja. Ihr seht, der Streuschuss zerlegt langsam aber sicher den Raid und die Heiler müssen dagegen anpumpen. Wenn ihr das aber geschafft habt, liegt der Boss ein, wie ich finde, sehr, sehr schöner Fight. Hat echt Spaß gemacht, ist aber auf 30 Mann im HC echt, echt knackig. Also packt da lieber einen Heiler mehr ein. Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zusehen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen. Wünsche euch bei diesem Fight viel Erfolg natürlich und allseits guten Loot. Danke fürs Zusehen. Bleibt's gesund auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Reingehauen.